Hund nahm? Wie findest du das? Ich finde, das sieht traurig aus. Der Wal weint ja. Es soll ja auch traurig aussehen. Wale sind vom Aussterben bedroht. Und darum habe ich mich dazu entschlossen, vor Sams Fischrestaurant zu protestieren. Die verkaufen dort nämlich Fisch, der von geschützten Laichplätzen kommt. Du musst mich beschützen, Milchbubi. Ich bin ein dicker, fetter Wal. Hab bloß mal mein Blasloch geleert. Wayne! Hör zu, das ist kein Witz gewesen. Ich habe inzwischen auch schon die Medien informiert und es kann durchaus sein, dass ihr mich heute Abend in den Fernsehnachrichten seht. Und was sind deine Pläne für heute, Wayne? Planen ist was für Ökospinner. Kämpft für Walfangverbot, protestiert gegen Walfänge und esst keine Fischburger. Zeigt den Walen, dass sie euch nicht egal sind. Julian, komm rein zu uns. Wir sehen uns gerade die Nachrichten an. Ach, wozu soll ich das tun? Von mir wird nichts gebracht. Und nun noch ein kleines, liebenswertes Ereignis. Besucher wurden heute vom Blendforder Eichhörnchen begrüßt, denn heute beging die Stadt ihr 16. Nussfestival. So, ein Mensch, der sich als Eichhörnchen verkleidet, ist also wichtiger als der Aktionsmonat zum Schutz der Wale. Halt die Luft an, Milchbubi! Du bist doch bloß neidisch. Weißt du, warum du nicht in den Nachrichten bist? Weil du mit deinen blöden Protesten die Leute zu Tode langweilst. Oh Gott, und wie war dein Tag heute, Wayne? Darüber etwas zu erzählen, ist nur was für Milchbubis. Ich habe den ganzen Tag protestiert, aber niemand hat davon Notiz genommen. Hallo, Wahlkrieger. Du musst dein gerechtes Anliegen besser verkaufen. Mach ein bisschen mehr Rummel, du brauchst einen Reklame-Gag. Guten Morgen, Dad. Julian, warum bist du als Fisch verkleidet, mein Sohn? Wir haben den Aktionsmonat zum Walschutz und ich bin ein Wal, kein Fisch. Siehst du? Du kannst von mir aus ruhig lachen, aber heute Abend wirst du mich in den Nachrichten sehen, das ist sicher. Fischbubi, Fischbubi! Aufhören, Kinder! Ihr dürft euch nicht über die Kleider anderer Leute lustig machen. Verschwindet! Ach, armer Julian. Immer der Fisch auf dem Trockenen. Sie stehen auf meinem Schwanz. Ja, das weiß ich. Hallo, Seelöwe. Klatsch schön die Flossen zusammen und sag, arr, arr. Nee, ich bin kein Seelöwe. Sondern ich bin ein Wal. Jetzt hast du ja deine Aufmerksamkeit, Julian. Bloß ist die von der peinlichen Sorte. Ich mache das alles nur für einen guten Zweck, Mari. Und ich bin jederzeit dazu bereit, Leiden auszuhalten. Wo sind denn die Fernsehreporter, Fischbubi? Keine Ahnung. Ich habe ihnen von meiner Verkleidung erzählt. Dann musst du es ihnen falsch erzählt haben. Sonst wären die doch längst hergekommen. Wayne, was machst du da? Hallo, ich bin ein ganz lieber Junge. Können Sie mir ein bisschen Geld zum Telefonieren leihen? Siehst du? Ich weiß nicht, warum du das gemacht hast, aber im Namen aller Wale dieser Welt danke ich dir. Bist du soweit, Kleiner? Sekunde, ich habe eine Rede vorbereitet. Danke, Sandy. Gestern Abend haben wir Ihnen den Mann im Eichhörnchenkostüm aus Blendford vorgestellt. Aber Soap City hat genauso einen skurrilen Typen. Ein geheimnisvoller Fischjunge wurde heute vor Fischburger Sams familienfreundlichem Fischrestaurant gesichtet. Das bin ich. Dieser Fischbubi regt sich über irgendetwas auf, doch keiner weiß worüber. Oh. Gute Nacht. Über den Walfang, großer Gott, nochmal. Ist es nicht nett, wenn Sie am Ende der Sendung noch ein lustiges Thema bringen? Oh, Julian! Sie haben mich als Fischbubi bezeichnet und meine ganze Rede rausgeschnitten. Und ich wette, dass du daran schuld bist. Was? Ich hab dich doch erst ins Fernsehen gebracht, oder? Du solltest dankbar sein. Und
Und die Online-Gesellschaft für das Wohlergehen der Wale war auch nicht gerade glücklich, Mari. Sie haben gesagt, die Aktion hätte die Wale lächerlich gemacht. Vielleicht ist Soap City noch nicht dazu bereit, sich mit Walschutz zu befassen. Aber ich kann doch nicht einfach aufgeben. Das war nicht ganz richtig. Hey, seht mal, Kinder, da ist der Fischbubi. Ihr dürft hier nicht essen, Leute. Protestiert. Schützt die Wale. Ihr müsst die Wale schützen. Ihr müsst die Wale schützen. Der Fischbubi ist lustig. Hey, bedank dich bei mir. Ich hab dich berühmt gemacht. Ich hab kein Interesse daran, berühmt zu sein, Wayne. Juhu, Fischbubi. Ich versuche, hier eine wichtige Botschaft zu vermitteln. Fein, aber bloß wenn du wirklich berühmt bist, werden sich die Leute auch für deine Sache interessieren. Hey, Kleiner, willst du vielleicht einen Gratis-Fischburger? Oh, widerlich. Hey, danke schön. Na cool, selbst wenn du schlechte Reklame machst, ist das besser als gar keine. Ich weiß, wie du nochmal ins Fernsehen kommen kannst. Und als ganz besondere Attraktion am heutigen Abend wird Ihnen, meine Damen und Herren, unser Fischbubi von Soap City etwas über Wale erzählen. Aber dieser Fisch hier kann Ihnen nicht nur Geschichten über Wale erzählen, er kann auch noch reiten. Oh. Los! So ist das Showbusiness. Du bist eine neue Nummer. Also herzlich willkommen, Leute. Ich will euch mit aller Deutlichkeit Und so reitet Soap Citys Fischbubi weiter für die Wale. Gute Nacht. Hau ab, Wayne. Was denn? Ich will dir doch bloß was sagen. Aber ich will nichts von dir hören. Und deine Werbung kannst du dir an den Hut stecken. Ich will wegen meinem Anliegen in den Nachrichten sein. Und nicht wegen irgendeiner dämlichen Show. Da kannst du aber lange warten. Siehst du? Meine Botschaft ist gerade dabei anzukommen. Liebe Mitbürger, ich bin heute hier, um darüber zu berichten, wie die... Wayne! Ich will wieder runter! Wayne, lass mich runter! Ich kann in dem Anzug nicht schwimmen! Was heißt, du kannst nicht schwimmen? Du bist doch ein Fisch, oder nicht? Der Fischbubi hatte heute großes Glück, als sein neuester Auftritt schrecklich daneben ging. Aber glücklicherweise wurde er durch den tapferen Einsatz von Soap Citys Fischburger Sam gerettet. Der Fischbubi ist mein Fang des Tages! Los, aufstehen, Fischbubi! Du kommst zu spät zur Schule! Ich will aber heute nicht in die Schule gehen, Mom. Die Gesellschaft zum Wohlergehen aller Wale ist jetzt echt sauer auf mich geworden. Na und? Sag denen, die sollen sich um ihre Blaslöcher kümmern. Wayne! Was? Ich hab nur Blasloch gesagt. Das ist ein Walwort, fragt Julian. Das stimmt. Oh, Julian, warum willst du nicht einfach den Walanzug ausziehen und die ganze Sache vergessen? Nein! Ich meine, Julian wird nicht so schnell aufgeben. Er hat seine Prinzipalitäten. Krieg ich ein Autogramm von dir, Fischbubi? Hey, wo hast du denn das her? $1 pro Foto mit Unterschrift 2. Hey, bloß keine Panik, es sind genug für alle da. Hör auf damit, Wayne, das ist Ausbeutung der Wale. Nein, ich beute dich aus. Durch mich bist du berühmt geworden. Und heute ist Zahltag. Vergiss es, Wayne. Ich hab jetzt genug. Es gibt ab sofort keinen Fischbubi mehr. Das hast du genau richtig gemacht, Julian. Warum sollst du immer leiden müssen? Wenigstens hat Miss Sissy was zum Anziehen für dich gefunden. Oh, Wayne, was machst du da? Verzieh dich, Milchbubi. Ich bin jetzt der Fischjunge und Fischburger Sam sagt, ich krieg so viele Fischburger gratis, wie ich will, solange ich weiter Reklame für ihn mache. Da ist er, der gemeine Verräter. Er hat die Sache der Wale der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber jetzt gibt's für ihn nichts mehr zu lachen. Stoppt ihn!